Willkommen beim Tutorial für Eiskaffee. Die Zutaten. Überraschung. Eis und Kaffee. Um genau zu sein, Vanilleeis einer nicht bekannten Sorte, die wir hier nicht bewerben wollen. Und ich stelle es mal so hin. Und Kaffee einer euch beliebigen Marke, Sorte. Wichtig, der Kaffee muss kalt sein. Keinen heißen Kaffee hier und sich nachher wundern, warum das Eis wegschmilzt. Also Vanilleeis und kalter Kaffee. Nehmt ein Bällchen Vanilleeis. Boah, schön großzügig. Gebt es ins Glas. So. Und dann kommt der Kaffee drüber. Macht das Glas nicht randvoll. Irgendwie habe ich ein bisschen viel Eis genommen. Naja. Toppt das Ganze mit Sprühsahne. Achtung, wieder nicht auf die Marke achten. Ich versuche alles zuzuhalten. Schöni! Ich zeige es euch auch nochmal. Tada! Und jetzt könnt ihr eigentlich schon den Strohhalm reinstecken, gegebenenfalls noch Streuselchen drauf. Oh, Streuselchen ist eine gute Idee. Hihi. Streuselchen einer nicht bekannten Marke. Wow, wie ich heute hier das Werbemonster bin. So. Wunderbar. Sieht es nicht schön aus? Ein Strohhalm muss ich noch schnell suchen. Und schon ist der flüssige Leckerbissen fertig. Guten Appetit! Hihi.